Wir haben mal wieder für die IGBCE gedreht. Ich bin Motti Jansen und weil ich finde, dass der Spot ganz cool geworden ist, wollte ich euch mal erklären, wie wir es gemacht haben. Wir haben einen Haufen Ideen von Instagram und TikTok geklaut, neu arrangiert und einen Spot draus gemacht. Nein, so einfach war es natürlich nicht. Wir haben vor allem auch ein relativ geringes Budget gehabt und ein High-End-Video am Ende, wo alle mit zufrieden sind. Und das, dachte ich, wäre vielleicht mal interessant zu erklären. Das Thema des Spots war eine Umfrage über Digitalisierung, die hier mit diesem Video beworben wird. Im Zentrum steht Francesco Grioli, geschäftsführender Hauptvorstand der IGBCE, der alle Mitglieder auffordert, bei der Umfrage mitzumachen. Das haben wir schon mal gemacht, da haben wir auch schon mit vielen Spielereien gearbeitet und haben versucht, das Thema Digitalisierung aufzunehmen. Und jetzt wollten wir es noch mal ein bisschen auf die Spitze treiben und haben halt noch mehr kleine Tricks eingebaut. Das Budget war nicht sehr hoch, deshalb haben wir mit dem geringstmöglichen Personal gearbeitet. Da waren Felix und ich als Kamera, Licht, Ton- und Regie-Team, Arame für Kostüm und Maske, Pia hat Aufnahmeleitung gemacht, wir haben ziemlich viele Wechsel von Locations gehabt, das musste auch organisiert werden im Background, während wir drehen. Bild 1. Francesco sitzt in der Videoschalte, spricht erst mit den Leuten im Monitor, wendet sich dann dem Handy zu und anschließend sehen wir dann das Bild, das Handy filmt. Wir haben beim Licht auf die günstigen Leuchten gesetzt, unterstützt haben wir das Ganze aber mit mehreren kleinen LED-Panels. Wir haben da eh immer welche dabei, das sind diese kleinen RGB-LED-Videoleuchten. Ich dachte, das wäre vielleicht interessant, wie man mit günstigem Material eben doch einen recht hochwertigen Outcome haben kann. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, das funktioniert auch ganz gut. Dennoch würde ich, wenn das Budget stimmt, immer empfehlen, mit hochwertigem Equipment zu arbeiten. Denn am Ende macht sich das im Workflow und vor allem auch im Ergebnis bemerkbar. Wir haben also eine klassische Dreipunktausleuchtung, das heißt die beiden Softboxen als Aufhellung und Führung und eine LED als Spitze genutzt. Und dann hat Felix im Hintergrund noch ein paar Akzente gesetzt, um dem Bild halt Tiefe zu geben, was immer Sinn macht. Also wir haben insgesamt 6 Lampen, glaube ich, verbaut. Den Ton angeln wir hier statisch über 2 Stative und eine Verbindungsstange, in diesem Fall mit einem Rode-Mikrofon. Wenn man das Budget hat, würde ich immer ein hochwertigeres Mikrofon empfehlen. Doch ist die Leistung von dem günstigen Equipment erstaunlich hoch. Im Bild sehen wir also Francesco erst mit dem Monitor sprechen und dann in sein Handy. Was man hier nicht vergessen darf, ist, dass das Bild, was wir jetzt gerade sehen, ist ohne Farbkorrektur. Mit Farbkorrektur sieht das dann so aus. Dann fehlt natürlich noch Musik und neben dem Sounddesign musste ich hier auch noch ein paar Stimmen selber einsprechen, die ich dann digital verzerrt habe und zack, fertig ist das erste Bild. So, wo waren wir? Genau. Im zweiten Bild springen wir dann in die Aufnahme vom Handy. Gut, hier stand das Licht schon, wir haben noch ein bisschen was angepasst, Ton stand schon. Wir haben das hier direkt mit dem iPhone gedreht, mit dem 12 Max. Der Witz in diesem Bild ist die Nachahmung des TikTok-Effekts mit den Schildern. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Wir haben es halt hier noch ein bisschen anders gemacht, aber wir wollten es halt auch, dass wir das andeuten. Dann fällt das Telefon ins nächste Stockwerk, wofür Francesco das Telefon natürlich theoretisch halten muss, um es dann fallen zu lassen. Und für diesen kontrollierten Fall habe ich mich für einen Selfie-Stick entschieden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber in diesem Fall wirkte der Selfie-Stick für mich am einfachsten. Und im Ergebnis sieht der Schnitt dann von Bild 1 als Umschnitt auf Bild 2 plus Fall dann so aus. Nur ohne das Folgebild macht das natürlich keinen Sinn. Hier kommt das Handy dann aus der Decke. Bei den Vorbildern gehen die Handys dann immer von der Decke zum Boden, von der Decke zum Boden, von der Decke zum Boden, um dann mehr oder weniger als Loop zu funktionieren. Und wir haben das aber hier als Übergang genutzt. Das heißt, unser Handy musste dann auch genau auf der Höhe enden, wo Francesco das dann auffängt. Das ist natürlich in der Praxis ein bisschen schwieriger. In den Tests haben wir dann festgestellt, dass es einfach nicht funktioniert mit einem Maßband oder mit einem Selfie-Stick oder ähnlichem. Und dementsprechend habe ich das dann einfach mit der Hand gemacht, was wunderbar funktioniert hat, weil ich natürlich die perfekte Kontrolle hatte. Wenn man jetzt genau ins Bild guckt, sieht man, dass wir schon einen Schritt weiter denken mussten, weil im Monitor von Francesco ist jetzt schon der Greenscreen zu sehen mit Tracking Points. Dort musste dann Max in der Postproduktion unser selbstgebautes Videokonferenzbild einsetzen. Das lässt sich heute mit After Effects oder auch anderen Programmen relativ einfach tracken und einsetzen. Kann nicht jeder, ist aber lange nicht mehr so kompliziert, wie es mal war vor einigen Jahren. Aber das wäre echt ein Thema für ein ganz eigenes Video. Und ganz besonders in den Unternehmen hat das zu großen Veränderungen geführt. Was wir gestern unter New Work diskutiert haben. Das Videokonferenzbild haben wir auch gebaut. Wer genau hinguckt, sieht, dass das hier keine Dreipunktausleuchtung war, sondern nur eine Führung und eine Spitze ist. Die kleinen Bilder, die sozusagen daneben sind, die waren eher eine Art Dekoration und sollten halt funktionieren. Da war aber die Qualität nicht ganz so wichtig. Da haben wir die Kollegen gebeten, die uns Sebastian von der IGBCE vermittelt hat, dass sie sich selbst filmen mit dem Handy oder eben auch mit einer Webcam aus der gleichen Perspektive, aus der sie normalerweise auch ihre Videokonferenzen machen. Aus diesen ganzen Bildern haben wir dann relativ simpel den Videochat gebaut. Der Clou dieser Szene ist, dass Francesco sich von dem Handy wegdreht, was gerade runtergefallen ist, um dann im nächsten Bild mit einem klaren, harten Schnitt sich direkt im Videochat zu befinden. Was wir gestern unter New Work diskutiert haben, ist das bereits... Die nächste Transition war dann ein bisschen komplizierter, weil dann die Kamera rückwärts aus diesem Videochat heraus im nächsten Raum landet, wo Francesco dann wieder sitzt, um in die Kamera zu sprechen.
Das ist in der Theorie ganz einfach. Wir haben wieder eine Green, die projiziert wird über einen, in diesem Fall sehr großen Monitor, wo wir rausfahren mit der Kamera, wo dann das Bild eingesetzt wird. Klingt einfach. In diesem Fall hatten wir den riesigen Monitor nicht bedacht, weil ein so großer Monitor natürlich auch sehr viel Licht abgibt und dementsprechend das Grün sich komplett einmal über Francesco und über den Tisch und überall sozusagen wiedergespiegelt hat. Das ist jetzt für die, die sich nicht auskennen, einfach nur ein technisches Problem beim Keying. Wir haben dann versucht, das Problem zu lösen, indem wir die Green dunkler machen oder eine andere Farbe verwenden. Blau geht ja auch, aber das hat alles nicht funktioniert. Dann sind wir einfach back to the roots gegangen und haben unsere Green auf den Monitor geklebt. Das war in dem Fall die einfachste und schnellste Lösung, vor allem aber auch die beste Lösung für die Post-Production nachher, weil da eben nichts abgestrahlt hat und da perfekt das Bild eingesetzt werden konnte. Damit haben wir in der Postproduktion einige Stunden gespart, weil sonst hätte man den Francesco komplett ausschneiden müssen, hätte das alles Bild für Bild nachbearbeiten müssen, das wäre einfach nicht drin gewesen. Der nächste Übergang war wieder aus Insta-Reels geklaut. Hier haben einige Influencer angefangen, mit einem Sprung einen Kostümwechsel oder einen Location-Wechsel oder eben beides einzuführen. Francesco springt also vom Tisch und landet in einer offensichtlich nicht ganz realistischen Industriehalle. Das ist auch gewollt, denn mitten im Text wechselt der Hintergrund zweimal und das wird dann auch nachher im nächsten Übergang nochmal aufgenommen, darüber spreche ich aber gleich. Jetzt können wir erstmal über die Leistung von Francesco sprechen, weil diese Choreografie zwischen Sprung, Helm abnehmen, iPad angucken und so weiter haben wir bestimmt 20 Mal üben müssen, bis das dann geklappt hat. Und das ist wirklich nicht leicht, weil er seinen Text am richtigen Punkt sprechen musste und dann alle Bewegungen perfekt machen musste. Und das hat er am Ende sehr gut hingeklickt, hat dann sehr gut geklappt. Sogar der Blick nach hinten, der dann wieder der Übergang zur nächsten Szene war. Hier landet Francesco nämlich sozusagen auf seinem eigenen Handy mit sich selbst im Hintergrund, wo wir die Green wegnehmen. Das ist auch ein geklauter TikTok-Trick. Hier lassen wir ihn auf dem Handy stehen und ihn dann sich selbst sozusagen wegklicken. Und damit ist der Spot auch zu Ende. Und wir haben halt jede Menge Übergänge gemacht. Und für alle, die das geguckt haben, um es nachzumachen, bin ich sehr gespannt, was da kommt. Schickt mir mal gerne einen Link. Und alle anderen können sich gerne bei uns melden. Wir setzen das natürlich sehr gern in verschiedenen Budgetgrößen um. Hallo an alle, könnt ihr mich hören? Mein Bild hängt noch. Sind schon alle da? Ich bin gleich bei euch. So, wo waren wir? Genau. Der zweite Monitor Digitalisierung geht jetzt an den Start und wir brauchen wieder Meinung, Erfahrung aus dem Betrieb und von den Beschäftigten. Der erste Monitor Digitalisierung hat uns eine Menge Erkenntnisse gebracht. Doch in den letzten beiden Jahren hat die Pandemie die Welt extrem verändert. Bitte ohne Zwang. Die Corona-Krise allein kann das New Normal nicht erschaffen. Was wird aus dem Homeoffice? Und ganz besonders in den Unternehmen hat das zu großen Veränderungen geführt. Was wir gestern unter New Work diskutiert haben, ist das bereits heute das New Normal? Und wir wollen wissen, wie fühlt sich das an, dieses New Normal in der neuen Arbeitswelt? In welchen Tätigkeitsfeldern sehen wir die größten Veränderungen und gibt es neue Belastungsthemen? Wie gelingt der Sprung in die digitale Arbeitswelt und wir meinen damit in der Produktion? Wir meinen im Büro, im Betrieb oder auch unterwegs? Nimm dir 15 Minuten Zeit und beteilige dich an unserem Monitor Digitalisierung. Vielen Dank für deine Unterstützung.